Liebe Geschwister, heute würde ich gerne ein Kapitel koranischer Anthropologie durchnehmen. Die Lehre des Menschen. Allah, der uns erschaffen hat, der uns kennt durch und durch, er gibt uns eine Gebrauchsanleitung mit für uns selbst, weil wir uns selbst oft nicht verstehen. Wir selbst lernen uns nicht kennen. Wir selbst können uns nicht vollständig kennenlernen, außer durch die Gebrauchsanweisung des Schöpfers. 65 Mal wird im Koran, liebe Geschwister, das Wort Insan, Mensch, erwähnt. Insan aus dem Arabischen abgeleitet, wie die Sprachgelehrten es darlegten. Einerseits aus Al-Uns, nämlich dem gesellig, dem freundlich sein, und zum anderen aus Nisyan, aus dem Vergessen. Also es gibt einige, die bevorzugen die eine und andere eben die andere Herleitung. Das heißt, in die Natur des Menschen gelegt ist sein Geselligsein. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Und zum anderen ist der Mensch auch vergesslich. Und zum anderen ist auch der Mensch vergesslich. Und beides ist auch aus der Schöpfungsgeschichte entnehmbar, da Allah Ta'ala Adam alayhi salam nicht einzig erschuf, sondern mit ihm auch dann seine, oder aus ihm und mit ihm dann seine Partnerin. Und Adam alayhi salam, er vergaß, dass er, als er Dawud in einer gewissen Form gesehen hat, als Allah Ta'ala ihm seine Nachkommen präsentierte und er Dawud bemerkte, so gab er ihm mit, so bat er Allah Ta'ala darum, dass er 40 Jahre seines Lebens Dawud schenkt. Und als dann die Zeit soweit war, Adam alayhi salam, er vergaß. Adam alayhi salam vergaß. Und das Vergessen ist, liegt auch der menschlichen Natur inne. Studieren wir also, liebe Geschwister, und das ist teilweise nicht leicht, in den Spiegel zu schauen oder die eigene Beschaffenheit kennenzulernen. Aber wir müssen diesen Blick in den Spiegel wagen, damit wir das Beste aus unserem Leben machen. Allah Ta'ala beschreibt uns im Koran unter anderem wie folgt. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Und der Mensch erbittet um das Schlechte, wie er auch um das Gute bittet. Der Mensch ist impulsiv, aus der Wut heraus, aus der Verzweiflung heraus, aus Frust heraus, sagt er Dinge, sogar Bittgebete, die auch Schlechtes für ihn bedeuten können. Und Allah Ta'ala ist so gnädig, wie die Korangelehrten darlegten, dass er diese Bittgebete nicht erhört. Ja? Dennoch spricht Allah Ta'ala eine Warnung aus. Denn der Mensch ist voreilig, wie Allah Ta'ala sagte. Der Mensch ist voreilig. Und liebe Geschwister, da wo Voreile im Spiel ist, kommt meistens auch die Reue. Oder aber das Gefühl, gerettet worden zu sein, ohne dass man es eigentlich verdient hat. Als Hadith oft wiedergegeben, tatsächlich kein Ausspruch vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und gleichzeitig aus dem Koran und aus der Sunna entnommen und auch aus der Praxis oder in der Praxis bestätigt, sind die folgenden Worte und sie werden auf Ibn Taymiyyah zurückgeführt. Man nadima man istakhara al-Khaliq wa shawara al-Makhluqin wa thabata fi amri. Derjenige wird nicht bereuen, der Allah Ta'ala um den richtigen Ausgang bittet, um die richtige Entscheidung bittet, also den Schöpfer, ja, man istakhara al-Khaliq, den Schöpfer, wa shawara al-Makhluqin. Das ist auch Teil des Islams, wie wir, glaube ich, vor ungefähr 2-3 Monaten auch durchgenommen haben, die Beratung. Die Beratungseinholung, ja, ist vom Islam und fest verankert. Und derjenige, der sich Rat holt bei den Schöpfungen Gottes, ja, also bei den Erschaffenen Gottes. Und wer sich seiner Sache sicher ist. Aber diese Voreile, ja, so wie wir erschaffen worden sind, sie hindert uns oft daran, Allah Ta'ala, um Rat zu fragen, um Eingebung zu fragen. Vielleicht ist es auch unser Stolz, der uns daran hindert, um Rat,
bei unseren Geschwistern und Mitmenschen zu bitten. Und manchmal wollen wir diesen Prozess nicht abschließen. Wir entscheiden einfach so aus dem Bauch heraus, damit der Entscheidungsprozess abgeschlossen ist. Ah, komm, ich muss jetzt irgendwie entscheiden, ich nehme das. Aber das Problem ist dadurch nicht gelöst. Liebe Geschwister, ich habe von meinem Lebenslauf, nicht von meinem Leben, aber von meinem Lebenslauf 2 Jahre deswegen verloren. Ich dachte, ich weiß ganz genau, ich will Lehrer werden. Ja? Und das ist der ideale Job für mich. Und die Fächer, die ich mir ausgesucht habe, ja, die passten auch zu mir und zu meinem Leben. Aber ja, ich habe Allah Ta'ala nicht richtig um die Entscheidung gebeten oder um Erleichterung, um Eingebung gebeten. Und ich habe mich auch nicht bei anderen Leuten beraten lassen. Ja? Es war irgendwie so impulsiv, bis ich dann merkte, nein, das ist nicht das, was ich will. Ja? Und nehmt es von mir mit, ja, lernt, ihr müsst den Herd nicht anfassen, ja, um zu wissen, dass er heiß ist, sondern ja, nehmt den Ratschlag derjenigen an, die von ihren Misserfolgen auch sprechen oder die von ihren Fehlern auch sprechen. Beratschlagt euch und bittet Allah Ta'ala um die richtige Eingebung und dass er einem Zufriedenheit mit dem Schicksal auch gibt. Dann, liebe Geschwister, sagt Allah Ta'ala, وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Und wenn euch auf dem Meer ein Unheil trifft, entschwunden sind euch dann auf einmal jene, die ihr zuvor anstatt Allah angebetet oder angerufen habt. Das ist eine Redensart, dass es in einem Flugzeug, welches gerade Turbulenzen durchmacht, keine Atheisten gibt. Ja, so eine Redensart hat, glaube ich, mal ein deutscher Fernsehmoderator gesagt, und das ist ja eine bekannte Weisheit. Ja, wenn das Flugzeug auf einmal ruckelt und wackelt, auf einmal werden die Menschen, ja, auf einmal bitten sie den einen Gott. Hat er euch aber ans Land gerettet, ist man dann erstmal gelandet. Was macht man? Dann klatscht man für den Piloten, ja? Dann klatscht man für den Piloten. Man dankt nicht Allah Ta'ala, sondern man klatscht für den Piloten. Dann kehrt ihr euch wieder von ihm ab, denn der Mensch ist undankbar. Denn der Mensch ist undankbar. Das, liebe Geschwister, ist in uns drin. Es ist in uns drin, weil wir alle sind Menschen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, ja, diese und jene Kultur ist undankbar, dann würden wir in diesen Kulturstreit reinkommen. Oder diese und jene Familie, oder diese oder jene Person, oder du. Nein, 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 wir würden erstmal leugnen, wir würden es erstmal von uns weisen. Aber Allah Ta'ala sagt, der Mensch ist undankbar. Von seiner Beschaffenheit her ist das eine Herausforderung für ihn, dankbar zu sein. So nehmen wir diese Beschreibung Allah Ta'alas an. Vielleicht erinnern wir uns auch an das ein oder andere Versprechen, was wir ihm gegeben haben, uns gegeben haben, als wir in einer Notlage gewesen sind. Und Allah Ta'ala nahm dann die Not von uns weg. Und was ist aus unserem Versprechen geworden? Haben wir dann tatsächlich gespendet? Haben wir dann tatsächlich das 5-malige Gebet umgesetzt? Wurden wir dann tatsächlich freundlicher? Haben wir diese oder jene Aufgabe auf uns genommen? Meistens, ja, geraten dann diese Versprechen in Vergessenheit. Aber im Moment der Not, da sind wir voll dabei und bitten Allah um Erlösung und Erleichterung und wir geloben Besserung. Und wenn wir von der Gnade Allah Ta'alas ausgehen, liebe Geschwister, und das tun wir grundsätzlich als Muslime, und wir nehmen Allah Ta'alas Beschreibung an, dass wir undankbar sind und dass wir in der Not Allah kennen, aber in guten Zeiten ihn vergessen, was tut dann Allah Ta'ala aus seiner Barmherzigkeit heraus? Was passiert dann? Wenn wir in Not ihn kennen, und Allah weiß, wir brauchen ihn, aber in guten Zeiten ihn vergessen, was wird Allah Ta'ala tun, wenn er gnädig ist? Und er ist gnädig. Er wird uns Schwierigkeiten ins Leben geben. Wenn wir dann durch diese Schwierigkeit mit Allah Ta'ala besser verbunden sind, als wenn wir in Saus und Braus leben. Und das passiert sehr oft, liebe Geschwister. Ja. Wir alle kennen diese Erkältung, die uns dann wieder dazu bringt zu sagen, oh, und Gott sei Dank sind wir gesund. Ja, oder also waren wir mal gesund und inshallah werden wir bald wieder gesund. Und es ist nur eine Erkältung. Ja, eigentlich nichts Großes. Ja.
Wir werden also immer wieder geprüft werden, weil Allah Ta'ala gnädig ist. Wenn wir zu der Sorte Mensch gehören oder wenn wir gerade diese Phase in unserem Leben durchmachen, dass wir Allah Ta'ala nur in schwierigen Zeiten kennen und in guten Zeiten nicht. Und Alhamdulillah, wir sollten eine Kultur des Dankes auch unter uns Menschen haben. Weil der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam, la yashkuru allaha, man la yashkuru nas. Es dankt derjenige Allah nicht, der auch nicht den Menschen dankbar ist. Die Gelehrten haben zwei Erklärungen dafür. Eine ist, dass derjenige, der die Gewohnheit nicht hat, dankbar gegenüber Menschen zu sein, er wird auch nicht die Gewohnheit haben, Allah Ta'ala dankbar sein zu können. Das eine bedingt das andere. Eine andere, auch warnende Erklärung ist, dass derjenige, der Allah dankbar ist, im Sinne von, er preist ihn und er erwähnt ihn oft in seinen Bittgebeten und bedankt sich für spezielle Gaben und für allgemeine Eigenschaften Allah Ta'alas, aber dass all das nicht angenommen wird von Allah, wenn diese Person nicht auch gleichzeitig seinen Dank gegenüber den Menschen äußert. Weil Allah Ta'ala verteilt seine Gaben meist über Stationen, über verschiedene Menschen, ja, über unsere Großeltern und Eltern und Lehrer und Erzieher und Nachbarn und Trainer und Und wenn wir diesen Menschen gegenüber, die Allah Ta'alas Gaben weitergeleitet haben, auch nicht einen Dank zollen, dann wird Allah Ta'ala auch nicht unseren Dank ihm gegenüber annehmen. Und liebe Geschwister, erst durch Dankbarkeit weiß man überhaupt, was man hat. Stellt euch vor, ihr hättet mehrere Konten, auf denen Millionen lagern. Aber ihr würdet davon nichts wissen. Genauso geht es eigentlich demjenigen, der Gaben von Allah Ta'ala bekommen hat, aber er realisiert sie nicht. Er weiß gar nicht, dass er es hat. Aber erst die Dankbarkeit lässt einen in den Besitz einer Gabe kommen. Erst die Wertschätzung verleiht einer Sache einen Wert. Und man ist auch geschützt davor, dass man selbst neidisch wird. Ja. Weil man fühlt sich erfüllt. Oh, das hat mein Herr mir gegeben. Ich bin so dankbar dafür. Er hat an mich gedacht. Er hat das für mich vorgesehen. Er zeigt mir dadurch seine Barmherzigkeit. Er zeigt mir dadurch seine dass er mir auch vergeben möchte, ja, als Vorstufe quasi. Ja. Seine Vergebung gibt er mir gewisse Gaben. Wir brauchen eine Kultur des Dankes in unserem Herzen, auf unserer Zunge, durch Taten, dass man sich durch Geschenke gegenseitig den Dank auch zeigt. Und Imam Bukhari, er verifizierte die Worte vom Prophet Muhammad s.a.w., La yashkuru allaha, man la yashkuru nas, als wichtige Information für euch. Der Mensch, liebe Geschwister, er ist selbstzentriert. Allah Ta'ala, er beschreibt im Koran, وَالصُّلْحُ خَيِّرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Die Aussöhnung, die Versöhnung, ist besser, ist gut und besser. Also hier geht es also um den Kontext von Konflikten. Okay? Und jetzt lesen wir doch, die Seelen sind der Habsucht zugeneigt. Geiz, wir verbinden das doch mit materiellen Dingen. Aber durch den Kontext bekommt dieses Wort Schuh, der Geiz, eine noch größere Bedeutung. Bezieht sich auf die Selbstzentriertheit des Menschen. Er will immer haben, haben, haben. Er will nicht geben. Und selbst wenn es um Dinge wie Rechte geht, wenn er in Konflikten ist und er will unbedingt auf sein Recht pochen und nein, es muss unbedingt so aussehen. Und Ibn Kathir erwähnt, oft ist es besser, auf sein Recht der Versöhnung halber zu verzichten. Manchmal geht es nicht um das Recht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie authentisch überliefert wird und von den Rechtsgelehrten wie Al-Qarrafi und Ibn Ashur erläutert wird, oft ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Streitschlichter hinzugezogen worden und er schlug eine Lösung vor. Und es kam vor, dass diese Lösung nicht akzeptiert wurde, weil jemand meinte, er muss auf sein Recht beharren. Und am Ende
wurde aus dem Streitschlichter, der eine soziale Funktion einnimmt, ein Richter, der eine Aufgabe hat, nämlich Recht zu sprechen. Und eine Person, die einen Kompromiss nicht annehmen wollte, weil sie meinte, dass sie auf ihr Recht verzichtet, aber dabei war sie im Unrecht. Und dann sprach der Prophet Mohammed, Recht, nicht Kompromiss oder Versöhnung. Und die Person hatte dann am Ende das Nachsehen gehabt. Ja? Oft ist es besser, verzichte auf dein Recht, der Versöhnung halber. Aber wir sind selbstzentriert, wir sind geizig, wir wollen nicht geben, wir wollen stets haben und sei es Recht haben. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا. Das hat Abu Dawud verifiziert, ein Hassan Hadith, der Prophet, Allahs Segen und Friede sein mit ihm, er garantierte demjenigen ein Haus in den Vororten des Paradieses. Alhamdulillah, das ist mal ein Paradies, oder? Auch wenn vielleicht nicht im Zentrum, aber schon mal im Paradies. Ja? Wer würde hier irgendwo in der Umliegenschaft Frankfurts ein Haus ablehnen, auch wenn es nicht im Zentrum ist, wir würden das alle nehmen und wenn es erst recht im Paradies ist, natürlich. Wer bekommt diese Garantie ausgesprochen? Derjenige, der auf die Diskutiererei und Rechthaberei und Argumentation verzichtet, selbst wenn er im Recht ist. Oder wenn er im Recht ist. Das heißt, wenn wir im Recht sind und darauf verzichten, haben wir ein Haus im Paradies. Und wenn wir nicht im Recht sind, warum diskutieren wir überhaupt? Das heißt, so oder so sollte uns das dazu erziehen, auf diese Diskutiererei und Rechthaberei und Streitaustragerei zu verzichten. Wir als Menschen, vielleicht auch wichtig für uns Männer zu hören, und einige Koran-Gelehrten haben diese Eier, die ich gleich vortrage, auch spezieller in Bezug auf den Mann verstanden. Aber es ist allgemein in Bezug auf Mann und Frau. Und es ist schwer für uns zu hören, gerade vielleicht für Männer. يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Allah Ta'ala will euch eure Bürde, eure Last erleichtern. Denn der Mensch ist schwach erschaffen worden. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Wir sind schwach. Liebe Brüder, liebe Schwestern, wir sind schwach. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Keine Macht oder Kraft außer durch Allah Ta'ala. Alles, was wir tun, liebe Geschwister, alles, was wir tun, sogar unser Denken, unser Wünschen, ist deswegen möglich, weil Allah Ta'ala es möglich macht. Nicht, weil wir selbst eine Kraft haben. Aber wir werden erzogen zu Alphas, zu Superhelden, zu ich kann nicht verlieren, ich habe immer recht, ich bin der Beste. Aber wir vergessen, wir sind schwach. Und Allah Ta'ala, weil er gnädig ist, weil er nicht will, dass wir ohne ihn leben, er wird uns an unsere Schwäche erinnern. Er wird uns an unsere Schwäche erinnern. Und diesbezüglich, liebe Geschwister, es gibt einen, ich möchte zunächst den nächsten Punkt. Wir sind von unserer Natur her, wir wollen Grenzen testen. Ja, oder wir wollen Grenzen überschreiten. Es ist für uns schwierig, an Grenzen Halt zu machen. Allah Ta'ala sagt im Koran, Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Aber nein, der Mensch ist grenzüberschreitend. Wenn er meint, unbedürftig zu sein, an diese Bedingungen geknüpft. Wenn wir uns durch unser Bedürftigsein, durch das Bewusstsein, dass wir bedürftig Allah Ta'ala gegenüber sind und durch das System Allah Ta'alas, was er erschaffen hat, durch seine Sunnan, ja, auch weltlich gesehen gegenüber der Schöpfung, ja, wir brauchen Essen, wir brauchen Trinken, wir brauchen Erziehungspersonen, ja, wir brauchen Lehrer und Erzieher und so weiter, ja. Weil Allah Ta'ala das so vorgesehen hat. Wenn wir uns dessen bewusst sind
unsere Bedürftigkeit, dann vermögen wir auch Grenzen anzuerkennen. Aber wenn wir meinen, wir würden nichts und niemand brauchen, wenn wir meinen, wir würden quasi über dem Gesetz stehen oder das Gesetz wäre für Menschen, die es brauchen, man selbst würde es ja nicht brauchen, ja, etc. Ist ja auch so eine gewisse Philosophie, dass Gesetze für Schwächlinge da sind, ja, und dass die wahren Starken sich dessen unabhängig machen. Aber der Mensch, liebe Geschwister, er braucht Grenzen. Auch und gerade, weil er schwach ist. Ein Bruder hat sich letztens bei mir gemeldet und von einer Beziehung im Graubereich gesprochen. Ich wollte nicht fragen, wie grau. Ja, ich wollte nicht fragen, wie grau. Aber es war eine Beziehung im Graubereich. Und sie hat Liebeskummer hinterlassen, diese Beziehung. Sie hat Liebeskummer hinterlassen. Und jetzt versteht er mit einem höheren Bewusstsein, dass die Regeln in Bezug auf das Zwischenmenschliche, das Zwischengeschlechtliche, Sinn machen. Jetzt versteht er es. Ein anderer Bruder sagte mir, Mohammed, ich habe, was dieses Thema anbelangt, jede Regel gebrochen. Und nun weiß ich wie kein anderer um den Sinn einer jeden einzelnen von diesen Regeln. Wie sinnvoll das doch ist. Weil die Seele dadurch zerstört wird. Man frisst sich auf durch Liebeskummer. Man hat keine Hoffnung mehr. Man glaubt nicht mehr an die Liebe. Ja, man denkt, jeder will den anderen immer nur noch ausnutzen und es gibt nur noch Lebensabschnittspartner etc. Ja? Es hinterlässt sehr viel Schaden, liebe Geschwister, und wir brauchen Grenzen. Und diese Grenzen werden wir nur dann akzeptieren und respektieren und schätzen und würdigen, wenn wir uns als bedürftig ansehen. Und wer könnte uns bessere Grenzen, schützende Grenzen geben, als unser Schöpfer, der uns genau kennt, der genau weiß, was gut und richtig ist. Könntet ihr euch vorstellen, ihr besichtigt eine Wohnung und der Makler sagt, ja, also sieht alles danach aus, dass sie diese Wohnung bekommen. Ja? Und dann irgendwie, ihr tragt schon die Möbel in die Wohnung rein. Ihr habt noch keinen Vertrag unterschrieben. Und ihr streicht die Wände und ihr baut vielleicht noch ein paar Sachen um. Und wer als Mensch würde das machen, ohne vorher den Vertrag unterschrieben zu haben? Würde keiner machen, oder? Weil was passiert am Ende? Ja, wir haben uns nicht für sie entschieden. Alles muss raus und alles muss wieder so sein, wie es vorher war. Alle Umbauten rückgängig machen und alle Verschönerungen auch rückgängig machen. Keiner würde das machen, oder? Aber man baut eine Beziehung auf, ohne den Rahmen der Ehe zu haben. Ja? Und dann denkt man, oh, warum gibt es denn diese Regeln mit, man soll nicht alleine sein miteinander und dass man sich seine Liebe auch nicht körperlich zeigt und so. Man ist doch auch nur Mensch und ist doch ganz natürlich und so. Ja, gerade weil es natürlich ist, bedarf es einer gewissen Regelung dessen, weil ansonsten diese Gefühle als Boomerang zurückkommen, und zwar als negativer. Ja, durch Liebeskummer und durch Verzweiflung und durch Verbitterung und Frust und Wut und Trauer und ja, dass man ständig in der Vergangenheit auch lebt. Ja, subhanallah. Und der Mensch an sich, liebe Geschwister, wenn er das Gefühl nicht hat, sich verantworten zu müssen, was passiert? Ich habe vor ein, zwei Tagen im Fokus, ich bemühe mich immer, Fokus, Spiegel, Frankfurter Rundschau, die Taz etc., dass ich vier, fünfmal die Woche immer mir zumindest die Überschriften anschaue und das eine oder andere lese. Und dann irgendwie gab es einen Artikel, 50 Millionen sind durch Hartz-IV-Betrug an Schaden entstanden. Ja? Denke ich, interessant. So, wann war das letzte Mal, als und ständig hört man so diesen Sozialbetrug und ja, Banden aus anderen Ländern und Ausländer und so weiter. Ja. 31 Milliarden, liebe Geschwister, sind von Bankern und Beratern dem Steuerzahler gestohlen worden. Habt ihr vom Wort Cum-Ex gehört? Cum-Ex-Geschäfte? Viele von euch wahrscheinlich nicht. Und ihr werdet euch fragen, warum. 31 Milliarden, Milliarden. Eine Milliarde ist 1000 Millionen. Ja? Und es sind 31. Ja, durch Banker, die einen Trick hatten, ja, wie sie das Gesetz umgehen können oder das Gesetz brechen können. Es ist noch umstritten, ob sie das Gesetz wirklich gebrochen haben. Ja. Nicht jeder will das einsehen. 31 Milliarden. Weil die Menschen dachten, sie kommen damit weg. Und so sind wir. Man sagt, Gelegenheit macht den Dieb.
Aber derjenige, der ein Verantwortungsgefühl dem Schöpfer gegenüber hat, auch wenn er weiß, das ist das perfekte Verbrechen, er sagt ja, aber Allah sieht mich. Wie kann ich damit leben? Wie kann ich damit leben, die Gesetze meines Schöpfers gebrochen zu haben? Und das, liebe Geschwister, macht diese Erde gerade kaputt. Menschen an einflussreichen Positionen, die nicht meinen, sich verantworten zu müssen gegenüber einer höheren Macht. Ja? Aus ihrer Perspektive gesprochen. Es müssen nicht nur Muslime sein. Es können Christen sein, die meinen, sie müssen sich nicht vor Gott verantworten. Ja? Juden, Hindus, Buddhisten, ja? Wie auch immer. Der Mensch, der meint, er muss sich nicht einer höheren Macht gegenüber verantworten, er hat die Gelegenheit, für ihn gibt es die Gelegenheit. Für denjenigen, der das Gefühl hat, er sagt, welche Gelegenheit? Ist doch keine Gelegenheit. Ja? Weil er fühlt sich seinem Schöpfer verpflichtet. Inna al-insana lafi khusr. Wir kennen diese Sura, ja? Wahrlich, der Mensch ist im Verlust. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Außer denjenigen, die Iman haben und die Gutes tun und die sich gegenseitig die Wahrheit und gegenseitig die Geduld stets ans Herz legen und sich dazu auffordern. Ja? Der Mensch im Verlust. Außer denjenigen, die diese vier Eigenschaften erfüllen. Imam al-Shafi'i, er sagte, diese Sura, sie genügt. Ja, sich an ihre Grundbotschaften zu erinnern, das genügt. Und die Prophetengefährten, wenn sie die Sitzungen auflösten, ja, erinnerten sie sich oft durch das Vortragen dieser Sura. Ja, dass man sich nochmal an die Grundsätze des Dienst erinnert. Liebe Geschwister, vor einigen Jahren habe ich folgende Worte als Worte vom Propheten weitergegeben und das stimmt nicht. Das ist mir klar geworden, das möchte ich auch betonen. Tatsächlich sind das Worte von geehrten und gelehrten Menschen. Man istawa yawmahu fahuwa marbun. Derjenige, dessen zwei Tage einander gleichen, er ist quasi betrogen worden. Ja? Oder er ist benachteiligt worden. Was zu diesem Irrtum führte, war, dass einige Menschen träumten, dass der Prophet sie ansprach und ihnen diesen Ratschlag mitgegeben hat. Und dann, ihr wisst, das, was mit stille Post passiert, durch stille Post passiert, am Ende war es dann, der Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, aber Aussprüche vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam werden nicht aus Träumen anderer Personen entnommen. Das ist unumstritten in der muslimischen Gelehrsamkeit. Persönliche Ratschläge sind persönliche Ratschläge. Es ist bestätigt, dass Menschen den Propheten in ihrem Traum gesehen haben und dass sie persönliche Ratschläge gegeben bekommen haben. Und das ist etwas Bekanntes. Aber diese persönlichen Ratschläge etablieren keine neue Regelung im Islam. Ja? Und erst recht keine Aussprüche vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ansonsten hätten wir Hunderttausende von Propheten. Ja? Oder Menschen, die wie im Prophetenstatus stehen. Denn durch das, was sie behaupten, würde dann die Religion gestaltet werden. Und das ist natürlich das ist, wie gesagt, per Konsens zurückgewiesen. Wir sind im Verlust. Wir sind im Verlust. Wir werden alle sterben. Allein deswegen sind wir bereits im Verlust. Außer wir bauen etwas auf für das Jenseits. Und wir entnehmen aus diesen Worten eine Weisheit, die von Personen kommt, dass wir uns eigentlich tagtäglich in einer Steigerung befinden müssten. Ansonsten sind wir betrogen worden. Ansonsten sind wir benachteiligt worden. Wir selbst dafür als Verantwortungstragende. Wir sollen unser Leben anschauen, kommen wir Allah Ta'ala näher. Weil wir sind im Verlust. Wir sind im Verlust. Und weil wir im Verlust sind, müssen wir mit den Ressourcen, die wir haben, so gut wie möglich umgehen. Ich empfehle euch allen Bücher oder Seminare oder Vorträge auf YouTube zum Thema Zeitmanagement. Ja, wenn ich nochmal zurückkehren könnte in meine Jugend,
als 16, 17, 18-Jähriger zwei, drei Bücher über Zeitmanagement. Der große Klassiker, auch von einem sehr gläubigen Christen verfasst, von Stephen Covey, 7 Wege zur Effektivität. Und er sagt auch, das, was er dort schreibt, hat er nicht erfunden, sondern so systematisiert, und dass das für alle Kulturen und Religionen auch übertragbar ist. Und ich habe ungefähr 2, 2,5 Bücher von ihm gelesen. Ja, und wunderschöne Bücher, liebe Geschwister. 7 Wege zur Effektivität. Wir brauchen Zeitmanagement. Auch der Prophet Mohammed hatte ein ihm zugeschnittenes Zeitmanagement. Es wird beschrieben, dass er das, was mit Allah Ta'ala direkt zusammenhing, priorisierte. Ja? Und danach kamen die Rechte seiner Familienmitglieder. Und danach teilt er die Zeit auf für andere Menschen und für sich. Ja? Für andere Menschen und für sich. Aber natürlich, sein Leben war ein großes Wunder, liebe Geschwister. Allein, dass er 23 Jahre lang ununterbrochen von Menschen begleitet und beobachtet wurde, ohne einen einzigen Tag Urlaub. Wir wissen, wie wir unsere Einsamkeit brauchen oder mit uns selbst ein bisschen Zeit verbringen müssen. Und das ist eines der größten Zeichen seines Prophetentums. Oft vernachlässigt in der Literatur, aber subhanallah. Ja? Zeitmanagement, wir alle brauchen Zeitmanagement. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Stichwort Zeitmanagement. Vor 2, 3 Wochen könnt ihr euch daran erinnern, dass das Freitagsgebet um 14:45 angefangen hat, stimmt's? Aber um 14:45 sah es nicht so voll aus vor 2, 3 Wochen. Warum? Anscheinend ist es doch möglich, sogar vor 14:45 den Raum so voll zu kriegen. Merkt ihr? Ja? Das heißt, wir haben die Gelegenheit in der Sommerzeit oft nicht genutzt, weil ich weiß, die Winterzeit ist für uns, also der Raum füllt sich langsamer als in der Sommerzeit. Aber merken wir was? Wir hätten eigentlich die Sommerzeit über von Anfang an bei der Khutba mit dabei sein können. Wir hätten sogar noch 20 Minuten vorher kommen können und nochmal Koran lesen, Bittgebete machen, Gebete machen, ja? Eine Aufgabenliste, ja? Keine Ahnung, Mama Blumen mitnehmen und Papa, weiß ich nicht, Tafel Schokolade oder sonst irgendwas, ja? Stichwort Zeitmanagement. Liebe Geschwister, etwas, was ich nicht fallen lassen kann, wenn ich über den Menschen im Koran oder im Islam spreche. Die Frage, sind wir etwas Besonderes? Allah Ta'ala sagt im Koran, fragend, أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. Seid ihr gewaltiger in der Schöpfung als der Himmel, den er erbaute? Und wenn man so angesprochen wird, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Und Allah Ta'ala sagt im Koran, لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ. Die Erschaffung der Himmel und der Erde ist größer als die Erschaffung des Menschen. Wir sind also nichts Besonderes. Ja? Der Himmel und das Universum, die Erde, die Erschaffung derer ist größer als unsere Erschaffung. Aber subhanallah, jetzt dürfen wir uns wundern. Wir sollen uns wundern. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Er, Allah, ist es, der für euch alles, was auf Erden ist, erschaffen hat. Das heißt, alles Materielle ist uns untergeordnet und gleichzeitig jeder Mensch dem Materiellen übergeordnet. Immer also, wenn wir die Wahl haben zwischen einem materiellen Gewinn, der mit dem Verlust im Menschlichen einhergeht, oder aber den Menschen zu bevorzugen und einen scheinbar materiellen Gewinn oder einen fassbaren materiellen Gewinn beiseite zu lassen, dann müssen wir den materiellen Gewinn beiseite lassen und dem Menschen Vorrang geben. Warum? Weil Allah Ta'ala den Menschen ehrte über alles, was er erschaffen hat. Obwohl unsere Erschaffung eigentlich geringwertiger ist in diesem Zusammenhang als die Erschaffung der Himmel und der Erde, wie Allah Ta'ala in der
in seinem Wort darlegte. Warum, subhanallah, Allah Ta'ala ist gnädig und er suchte sich den Menschen aus. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Und wir haben den Kindern Adams Ehre, Würde verliehen. Von Allah gegeben. Niemand kann das wegnehmen. Was ein Mensch dem anderen Menschen gibt, das ist verhandelbar. Ja, weil der Mensch, der ändert sich. Zeiten ändern sich. Systeme ändern sich. Aber die Würde von Menschen, liebe Geschwister, ist deswegen tatsächlich unantastbar, weil sie von Allah Ta'ala verliehen wurde. Und gut, Alhamdulillah, dass das Menschsein definiert wird über Adam als Urvater zu haben. Weil wir kennen viele Kulturen und Zeitalter, ja, und Völker, die anderen Menschen das Menschsein abgesprochen haben, um sie wie Tiere oder Gegenstände behandeln zu können. Ja? Stichwort die Römer und die Sklaverei in Nordamerika und weltweit überhaupt Südamerika. Ja? Alhamdulillah, wir können Menschen als grausam und ja, alles Mögliche beschreiben, aber sie sind Menschen und das schützt Alhamdulillah. Dieses Gefühl in einer Menschheitsfamilie, zu einer Menschheitsfamilie dazu zu gehören. Allah Ta'ala würdigte also den Menschen. Und diese Würde war es, die den Propheten hat aufstehen lassen, als jemand jüdischen Glaubens zu Grabe getragen wurde. Und weil Prophetengefährten ein Missverständnis hatten, ja, gaben sie mit, O Gesandter Allahs, es ist kein Muslim, der dort zu Grabe getragen wird. Und er antwortete, Alaysat nafsan, aber ist es nicht eine Seele, ein menschliches Wesen, was gerade zu Grabe getragen wird, wie Imam Bukhari verifizierte. Ja? Und deswegen sagt auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass die Knochen eines Toten zu brechen genauso schwerwiegend ist, wie die Knochen von einem Lebendigen zu brechen. Ja, das heißt, der Leichnam hat auch, also der menschliche Körper hat auch als Leichnam seine Würde. Ja? Und wenn wir das begreifen, liebe Geschwister, wir Menschen haben einen besonderen Wert, der nicht mit unserem Körper zusammenhängt. Wie gesagt, Himmel und Erde, wie Allah Ta'ala gesagt hat, sind von ihrer Schöpfung gewaltiger. Aber weil Allah Ta'ala uns Würde verliehen hat. Und die Koran-Gelehrten, sie legen dies da mit dem Herzen des Menschen und seinem religiösen und moralischen Unterscheidungsvermögen. Das ist das, also das, was den Ausschlag gibt. Ja? Dann werden wir uns, wenn wir das begreifen, Menschenwürde gegenüber anderen Menschen verhalten und sie nicht erniedrigen oder entmenschlichen, ja, sie in ihre Würde treffen. Und wir selbst werden es auch nicht zulassen, dass andere uns in unserer Würde angreifen. Im Rahmen dieser MeToo-Debatte hatte ich eine Aussage von einer Schauspielerin gelesen, die gesagt hat, dass sie mit einem Regisseur dann später sexuelle Beziehungen hatte, weil sie wollte nicht, dass er ihrer Karriere schadet. Sag ich, schade, subhanallah. Hätte sie ihren Wert begriffen als Mensch, hätte sie ihrer Würde, ja, den Stellenwert gegeben, den Allah Ta'ala dafür vorgesehen hat, dann hätte sie das nicht mit sich machen lassen. Selbst wenn es sie ihre Karriere gekostet hätte. Ja? Und subhanallah, wir erleben eine Kultur von sich erniedrigen und sich zum Affen machen für irgendwelche, ja, wir machen Dieter Bohlen zu unserem Richter. Ja? Und wir hoffen, dass er uns weiterkommen lässt. Und auf der Arbeit lassen wir uns schlecht behandeln und anschreien. Und ja, wenn wir nicht das Gefühl haben, nein, so okay, man kann einen stressigen Tag haben, man kann auch so ein bisschen der Härtere sein, wenn es um die Motivation der Mitarbeiter geht. Aber es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen, weil wir sind Menschen. Und wir dürfen uns nicht unwürdig behandeln lassen, genauso wie wir anderen, ja, kein unwürdiges Verhalten zukommen lassen kommen dürfen. Ja, und wir sehen, was Allah Ta'ala für einen hohen Maßstab anlegt. Ja? وَيُطْعِمُونَ الطُعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Und sie geben vom Essen, obwohl sie es lieben oder ihn lieben, entweder aus Liebe zu Allah geben sie vom Essen oder aus Liebe zum Essen, weil sie selber so hungrig sind, geben sie, ja,
dem Armen, dem Waisenkind und dem Gefangenen. Also den, der gegen einen gekämpft hat und den man gefangen genommen hat. Aber aus Liebe zu Allah Ta'ala, und selbst wenn man das Essen liebt, man kann beide Erklärungen miteinander kombinieren, gibt man trotzdem selbst demjenigen, der kurze Zeit zuvor noch einem das Leben nehmen wollte. Warum? Er ist Mensch. Ja? Also wenn wir einen Kriegsgefangenen würdig behandeln, und es ist überliefert von Prophetengefährten, sie haben beispielsweise warmes Essen, Brot, ja, Kriegsgefangenen gegeben, und selbst haben sie sich mit Wasser und Datteln begnügt. Mensch, ein Mensch muss würdig behandelt werden. Liebe Geschwister, das schaffen wir inshallah in einer Minute. Allah Ta'ala, er spricht das Missverständnis an des Menschen, dass wenn es ihm in der Dunya gut geht, sagt er, oh, mein Herr hat mir Gnade erwiesen oder hat mich gewürdigt. Und wenn es ihm schlecht geht in der Dunya, ja, weniger Geld und so weiter, dann meint er, oh, mein Herr hat mich erniedrigt. Aber Allah sagt dazu, kalla. Aber nein, so ist es nicht. Ja, so ist es nicht. Wenn Allah Ta'ala jemanden liebt, liebe Geschwister, Aidamul Jazai ma'aidamil Bala. Die Höhe der Belohnung geht mit der Höhe der Prüfung einher. Wa inna Allaha idha ahabba qauman ibtalahum. Und wenn Allah Ta'ala ein Volk oder eine Person liebt, dann wird er sie oder ihn prüfen. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخُطُ. Und wer damit zufrieden ist, wer so auch die harten Prüfungen von Allah mit Zufriedenheit annimmt, mit dem wird Allah Ta'ala zufrieden sein. Und wer darauf sauer ist, wer dieses Schicksal nicht mag, ja, auf den wird auch... Also wird auch wer Zorn darüber verspürt, auf den wird auch Zorn sein. Ja, das heißt, ja, Allah hat uns gewürdigt, aber die Würde in unserem Leben geht nicht unbedingt oder immer damit einher, dass wir ständig nur Zucker und Genuss bekommen, sondern auch und gerade in einer harten Prüfung, liebe Geschwister, erfahren wir Menschen eine Würdigung von Allah Ta'ala, denn wenn er jemanden liebt, dann prüft er ihn.